Lieber Stier, das ist die allgemeine Monatsprognose für Dezember 2020. Herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal. Ich bin Emanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater. Am 1. des Monats tritt Merkur in Schütze ein. Das heißt, bis 21. Dezember bist du besonders nachdenklich in Bezug auf berufliche und finanzielle Perspektiven. Es gibt eine Situation, deren Entwicklung im Wesentlichen davon abhängig ist, was andere Menschen entscheiden. Wenn es Manipulation, große Gefahren oder Geheimnisse in deinem Leben gibt, dann werden diese an die Oberfläche auftauchen. Zwischen 2. und 6. des Monats haben wir Venus, Trigon, Neptun. Es kann vorkommen, dass man seine eigenen Wünsche zugunsten eines anderen Menschen zurückstellt. Dies kann schlecht sein, wenn man seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt und immer nur die gute Seite von jemandem sieht. Zwischen 7. und 9. des Monats haben wir Sonne Quadrat Neptun. Auch wenn es dir schwer fällt, solltest du dich an diesen Tagen mutig durchsetzen, anstatt abzuwarten, dass sich etwas ändert. Es dürfte eine Herausforderung sein, mit anderen Menschen zurechtzukommen, insbesondere wenn sich diese komisch verhalten. Wir haben dann zwischen 10. und 11. des Monats Sonne, Trigon, Mars. Du oder jemand anderes möchte seine eigenen Schlüsse aufzwingen. Ein Besuch oder Reise kann sich bis zum 18. des Monats ergeben. Zwischen 12. und 13. Dezember bilden Merkur und Neptun einen Quadrat. Möglicherweise möchte man mit einem Menschen zu tun haben, der kaltherzig ist. Du wirst Schwierigkeiten haben, deine Gedanken und Ansichten effektiv zu organisieren und zu kommunizieren. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Eine Veränderung innerhalb der 2 kommenden Wochen nach diesem Mond kann eintreten und diese Veränderung wird dich zwingen, neue Pläne zu erarbeiten. Die Veränderung wird auch sich im Bereich deiner Finanzen besonders stark auswirken. Am 14., auch am gleichen Tag, haben wir Saturn im Wassermann eingetreten. Berufstätige werden bis März 2023 einen großen beruflichen Umbruch erleben. Man sollte im Allgemeinen bereit für Verschiebungen und Veränderungen sein, da diese unerwartet geschehen werden. Arbeit im Netz ist mit dieser Saturnstellung äußerst begünstigt. Das ist das Positive aus dieser Konstellation. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten. Bis 8. Januar könntest du dich stark mit einer Frau auseinandersetzen müssen und gemeinsam ein Problem lösen oder eine große Herausforderung überwinden. In der Liebe, mein lieber Stier, und in Beziehungen sollte man sich Zeit für alles lassen. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter in Wassermann eingetreten. Eine Umsiedlung, Bildung oder Weiterbildung wären notwendig, um die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Hierbei sollte man das Geburtshoroskop berücksichtigen. Zwischen 20. und 21. haben wir Jupiter-Konjunktion Saturn in Wassermann. Rechtliche und behördliche Angelegenheiten können sich in die Länge ziehen. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto. Es gibt eine gewisse Reizbarkeit in der Luft, die Konflikte begünstigt. Toleranz, Geduld und Verständnis sind dementsprechend erforderlich. Es kann sein, dass du etwas angespannt und nervös bist an diesen Tagen. Zwischen 24. und 28. haben wir Merkur, Trigon, Uranus. Du wirst von einem Menschen Abstand nehmen, der unduldsam ist. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 30. und 31. einen Vollmond in Krebs. Mit diesem Mond wirst du höchstwahrscheinlich unterwegs sein oder du wirst viel über ernsthafte Themen mit einem Menschen sprechen. Ein Geschwister, Nachbar oder Ex-Liebhaber wird sich bei dir melden. Mein lieber Stier, mit diesen Aussagen beende ich das allgemeine Horoskop für Dezember 2020.
Wenn du eine genauere und individuelle Prognose für die kommenden Jahre brauchst, kannst du gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich bin bereit, dich bei allen Lebenssituationen zu unterstützen. An dieser Stelle wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.